So, und das kann natürlich verdammt doof sein. So, da sind wir dann auch wieder. Tut mir leid. Ich hoffe, dass das... Na gut, jetzt brauche ich das nicht mehr hoffen. Jetzt weiß ich ganz genau, dass es wieder passt. Weil mein iTunes... Ich habe eigentlich gar kein iTunes mehr, aber trotzdem will er mir immer iTunes installieren. Dieser verkackte noch was noch Dings. Weil ich hatte von Apple den QuickTime Player installiert. Weil den brauchst du für bestimmte Sachen, wenn du im Schnittprogramm arbeiten willst, weil ich benutze Action Essentials manchmal und ja, das sind halt MOV-Dateien und das ist von Apple. Wieso nur? So, wir waren damit stehen geblieben, dass wir 40 davon brauchen, damit das alles direkt angepasst ist. So, jetzt brauchen wir genau 4 von diesen 4 von diesen Wachsformen. Legen die rein, machen uns 10 10 Stück von den Gläsern hier. Wieder reinlegen, machen uns wieder 10 Stück von den Gläsern. Wieder reinlegen und machen uns erneut 10 Stück von den Gläsern. Und wir sehen, das sieht doch schon mal gut aus, ne? So. Jetzt hat er nachgelegt hier. Der Olle. So. Jetzt haben wir 40 davon und ja, ein paar davon. Gehen jetzt direkt wieder nach Besucherhausen. Denn Besucherhausen ist ein toller Ort. Tja, schade wegen Icefighter LPs, dass die einfach die Zeit nicht hatte, weil wir hatten da so 2 Folgen Take oder so. Keine Ahnung, wie lange das war. Den hätte ich gerne nochmal eingeladen. Der ist zwar relativ jung, aber das ist ein vernünftiger Bursche. Bei manchen kann man einfach sehen, dass sie trotz des etwas jüngeren Alters echt zufrieden, also echt vernünftig drauf sind. Manche sind älter und nicht so vernünftig. Deswegen fand ich das so fresh. Das war ein guter Junge. Scheiße, kann ich das abbauen? Nein! Oh. Oder habe ich den doch noch gekriegt? Sah aber nicht so aus. So, wir haben jetzt hier Buntglas. Ihr seht, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so schön aussehen wird. Vielleicht muss ich das anpassen. Wenn ja, tut's mir leid. Dass wir das hier so machen. Und da dann hier das. Ich nehme mal normalen Cobblestone. Müssen wir mal schnell eine Bauleiter bauen hier. So. Dann wäre das hier wieder normal. Oder so. Hä? Okay. Ja, das ist vernünftig. Das ist jetzt nicht ganz so symmetrisch, weil die Farben nicht ganz passen. Aber wir haben da jetzt so ein schönes Kirchenfenster. Und ja. Wie müsste man das dann anders machen? Obwohl das jetzt nicht ganz so schön aussieht. Da fehlt mir wieder das Zeugs. Hatte ich eine Crafting Box gehabt? Nee, ne? Oder die hier irgendwo versteckt? Nee. Ich kann das aber auch folgendermaßen machen. Ich muss das einfach so. Oho. Das ist jetzt ein höher. So. Dann könnte man das natürlich auch noch andersrum machen. Zum Beispiel hier jetzt. Beispiel hier jetzt, machen wir mal das hier stattdessen.
Nein! Oh nein! Oh, bitte nein! Oh. Wieso? Sieht nicht schön aus. Sorry, dass ich Johnnys schönes Dingstens hier so ein bisschen anders mache. Aber dafür haben wir dann hier so Fenster. Schönere. Mit Glas. Und dann würden wir jetzt hier wieder aufpassen, Multi. Würden wir jetzt hier wieder das hier machen. Johnny ist aber eh nicht mehr so richtig im Projekt drin. Bedeutet, wenn er sein Veto, wenn er sich beschweren will, muss er erst wieder rein. Der muss erst wieder ein paar Dings mitmachen, der alte Schlingel. So. Eines Tages werde ich seine Villa abreißen. Nein. Würde ich nie im Leben tun. Das wäre das Letzte, was ich hier machen würde. Das Letzte. So. Ihr seht, wir haben jetzt hier verschiedene Fenster. Das sollte dennoch hier etwas symmetrisch bleiben, dass wir in der Mitte jetzt hier das haben und dann das und das und darüber dann das und das und das, darüber das und den Rest machen wir dann schön mit den Dingern. So. Bedeutet natürlich, wir machen das jetzt hier auch gleich nochmal richtig. Und da auch nochmal richtig hier. Wir hätten jetzt das hier. Das hier. Das hier. Mehr kann ich hier noch nicht machen, weil das war unser Glas. So. So, dann könnten wir das hier auch nochmal schnell reparieren hier. Ja, reparieren nicht, aber anpassen. Vorher war es auch nicht halt gerade kaputt oder so. Kerzen. Dann machen wir das Ganze hier auch nochmal mit Kerzen. Dann noch eine Kerze hin. Können wir das eigentlich alles mit Kerzen machen, ne? Ich meine, Kerzen sehen kirchlicher aus. Ist so einfach so. Kürzen haben sowieso irgendwie so... Kerzen haben sowieso irgendwie sowas Spirituelles. Spirituell. Ich bin geistlich. So. Ja. Und von Weitem hätten wir dann so eine Kirche etwa mit so einen Fenstern. Die sehen witzig aus. Da fehlt vielleicht noch ein Rahmen oder so, damit die Fenster besser rausstechen. Aber von Weitem ist das so interessantes Aussehen. Jedenfalls sind das jetzt endlich mal gefüllte Fenster. Und der Baum ist geworden. Und es ist auch noch ein Riesenbaum geworden. Genau das, was ich eigentlich gehofft hatte, ist in Wahrheit geworden. Also jetzt steht mir nichts mehr im Weg. Ich bin unsterblich. Obwohl, die starb noch am selben Tag. An Dummheit. Auch genannt Kevinitis. So. Das müssen wir jetzt auch mal machen. Das ist jetzt nicht das Spannendste. Aber. Es muss passieren. Es muss passieren. Wir wollen hier irgendwann mal fertig werden. Und gerade Besucherhausen ist so ein Pflaster. So ein Ghetto-Pflaster. Das wir erstmal schön machen müssen. Also hier liegen überall Leichen rum. Zeugnisse aus längst vergangenen Drive-Bys. Und Bandenkriegen. Wie Steves gegen die Villager. Die Villager haben leider gewonnen. Die hatten nämlich eine Geheimwaffe. Ganz genau, Kartoffeln. Kartoffeln sind verheerend. So,
Irgendwas wollte ich doch schon lange mal ansprechen. Weißt du, wir haben hier immer nur so ein Nebenzeug und ha und bla und hast du nicht gesehen. Irgendwas wollte ich hier nochmal die Zeit nutzen anzusprechen. Man könnte sich natürlich wieder irgendwelche Themen nehmen, so was so jetzt gerade hier in der Weltgeschichte passiert. Das ist aber eigentlich jetzt nicht so das, was ich will momentan. Was ich lieber mal sagen würde, wäre Folge 1000. Wir sind jetzt mittlerweile bald bei 940, vielleicht sind wir schon in der 940, ich weiß das nicht ganz genau, weil ich die Takes jetzt nicht immer hundertprozentig im Überblick habe. Bedeutet natürlich, wir kommen Folge 1000 Schritt für Schritt immer näher. So, und das kann natürlich verdammt doof sein, weil gerade ich, für mich persönlich, mache mir da verdammt viel Stress. Einfach nur, sagen wir es mal so, ich weiß, es gibt Menschen, die erwarten auch viel bei einer Folge 1000. Ich kenne aber auch genug Leute, vernünftige Leute, die sagen, sie freuen sich über das, was ich bringe, und finden es immer wieder gut. Ich persönlich sehe das für mich aber so, dass ich für mich selber sehr hohe Ansprüche habe. Also ich möchte mit Folge 1000 etwas erreichen, was ich bisher noch nie so wirklich verwirklicht habe bisher. Ich möchte mit Folge 1000 endlich mal einen völlig neuen, sagen wir mal, Qualitätsstatus erreichen. Das so episch machen, dass ihr, keine Ahnung, dass ihr kotzt und die Kotze dann wieder aufesst. Um dann nochmal kotzen zu können. Weißt du? Ungefähr so übertrieben gesagt und auch etwas eklig, wenn man nicht ehrlich bin. Was ich jetzt hier übrigens mache, ist nochmal schnell ein paar Flächen schaffen hier, weil hier kommt nochmal die Stadt lang. Ja, Stadt nicht. Besucherhausen habe ich nie wirklich als Stadt gesehen, sondern eher als größeres Dorf. Was wirklich eine Stadt wird, ist Multihausen. Multistadt. Wie könnte man die nennen? Wenn ihr Ideen habt für einen Großstadtnamen, unbedingt meine grünen Haare packen. Jetzt haben wir dann nämlich alles, fast alles geschlossen. Na, du alte Potsau. So, wir brauchen jetzt wieder Dreck. Ich habe jetzt mal ein bisschen was requested. Das müssten so die 6 Stacks sein. So. Ihr seht, dass hier ganz schön was passiert. Und eigentlich wollte ich hier gerade eigentlich ein Teilchen. Oh, jetzt ist sowieso dunkel, jetzt sehe ich eh nichts mehr. So. Hat hier irgendeiner ein Bett mal? Fellmaster, bitte. Komm schon. Ja, Fellmaster hat ein Bett. Natürlich genau an der Wand, aber ist ja auch egal jetzt. Früher, da war das nie egal in der Beta, ne? Da konntest du nicht einfach deine Betten an der Hauswand sterben, ne? Nein, da bist du aufgewacht in der Nacht und au. Es hat dir nur schon wehgetan, ne? In den Poppes. So, wir sehen, es sieht alle so ein bisschen wunderschön aus hier. So, am Tag sieht es gleich dreimal schöner aus als in der Nacht. Ich wollte hier eigentlich gerade ein Teilchen hauen, aber ich habe gerade kein Wasser, also lassen wir das sein. Wobei ich sowieso nachher Wasser brauche, weil wir dann Fluss haben, den ich noch irgendwie weiterführen möchte.